Hey, Sie sind ein fetter Sack, der saugern im Outback Steakhouse isst, aber findet, dass die Portionen zu klein sind? Gute Neuigkeiten, Fettarsch! Jetzt gibt es das Outback Steakhouse Extreme! Wir haben keine frittierte Riesenzwiebel, sondern einen frittierten Kürbis! Wissen Sie, was es noch gibt? Elefantensteaks! 30 Kilo Elefantensteaks! Und spülen Sie die runter mit 3 Litern Starkbier und Barbecue-Soße, Sie fetter Wichser! Outback Steakhouse Extreme! Bestraf deine Toilette! Und nun wieder noch irgend so ein Indiana Jones-Film. Schlangen. Warum ausgerechnet Schlangen? Ein alter Kiffer. Warum ausgerechnet ein alter Kiffer? Und nun wieder DJ Schlachter. Hey, Bro! Hey, wünschen Sie einen Song oder wollen Sie eine Wurst haben? Wurst! Ein halbes Pfund Putenschinken! Wollen Sie den in Scheiben? Meinen Sie damit Wurstscheiben? Oder reden Sie von Scheibe im Sinne von Tonträger, also eine Vinylplatte oder eine CD? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich kündige bald. Guten Tag, Cohawk. Unser Top-Thema ist der Preiskrieg zwischen all den großen Fluglinien und selbst zwischen den kleinen abstürzenden Kacklinien. Wir schalten live zu Trisha Takanawa, die mehr darüber weiß. Tom, ich stehe hier am Logan Airport von Boston, an dem einige Sicherheitsleute, die die Terroristin damals an Bord gelassen haben, immer noch angestellt sind. Bei diesen niedrigen Flugpreisen stehen selbst die, die sonst nie fliegen, am Ticketschalter an. Heute könnte der ertragreichste Tag für Fluggesellschaften während der letzten 2 Jahrzehnte werden. Ich bin Trisha Takanawa, zurück zu Ihnen, Tom. Hi, Mom! Hi, Joe. Und nun wieder die 11 Geschworenen und ein kognitiv eingeschränkter Mann. Okay, wir haben 11 Stimmen für schuldig und eine für ulkig. Oh. Na schön, dann diskutieren wir weiter. Haben die Geschworenen ein Urteil gefällt? Ja, euer Ehren, wir befinden den Angeklagten für ulkig. Ist doch Wahnsinn! Mr. und Mrs. Griffin, ich habe Sie herbestellt, weil Ihr Sohn Chris in letzter Zeit ziemlich Probleme macht. Gestern sollte er die Mutter Gottes nach seiner Vorstellung malen und das ist dabei rausgekommen. Du meine Güte! Das ist mir sehr peinlich. Das sollte es Ihnen auch sein. Wir haben viele Katzen in der Schule und wir füttern sie. Warum kommt Chris nicht her und wir behandeln ihn wie eine dieser Katzen und in ein paar Jahren bekommt er einen Schulabschluss? Das klingt, als bekäme er nicht die beste Ausbildung. Ich weiß nicht, einige dieser Katzen bekommen ganz schön gute Jobs. Ja. Seien wir ehrlich, der Junge ist ein Idiot. Was ist aus all den klugen Genen in dieser Familie geworden? Ich meine, ich erfinde den Rasierklingenkamm und meine Kinder versagen. Wenn Chris älter wird, wird er jemals einen Job kriegen oder für sich sorgen können? Was soll er machen, wenn wir sterben? Oga Chaka, Oga, Oga, Oga Chaka, Oga, Oga Chaka, Oga, Oga Chaka, Oga, Oga, Oga Chaka, Oga Chaka, Oga, Oga Chaka. Tja, es ist nie einfach, die Wahrheit zu erfahren. Vor allem nicht von einem Glückskeks. Deine Frau denkt daran, dich zu verlassen. Und was steht bei dir? Nur irgendetwas über Beharrlichkeit. Was steht bei dir? Dass ich sehr kreativ bin. Er weiß es. Tu es sofort. Wir sparen für Europa. Wir waren in Europa. Du mochtest es nicht. Oh mein Gott, ist das schön. Mein Fernseher ist nicht hier. Ich will nach Hause. Dann muss man sich den Spaß eben selber machen. Genau wie im Zweiten Weltkrieg. Bringt wohl nichts, wenn ich sage, ich habe ein ärztliches Attest. Rein mit dir, du. Bill. Yay, ich darf ins Space Camp. Danke, Mom und Dad. Ihr seid echt die besten Eltern der Welt. Entschuldigt mich bitte. Die gehören jetzt mir. Hey! Schatz, als wir die Tassen angenommen haben, wussten wir, dass das passieren kann. Dachte, die Space Shuttle sind alle stillgelegt. Eines haben wir immer flugbereit. Falls ein Satellit repariert werden muss, es einen Notfall auf einer Raumstation gibt oder falls ein Italiener übertreiben muss. Ich schwöre, Tonio, mir steht es besser. Hier mit deinem Quatsch! Oh, er ist wirklich sauer dieses Mal. Tut mir leid, Marcello. In Ordnung. Na gut, aber hab Geduld, ja? Ich hab die ganze Woche Interviews und Termine. Die quetschen den letzten Tropfen aus mir raus wie aus einer Ketchupflasche. Wir versuchen das jetzt seit 15 Minuten. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Kein Problem, ich mach gern weiter. Ich bin nur echt müde. Und wenn ich meinen Finger in dein Loch stecke? Das funktioniert nur, wenn ich kurz davor bin. Ich hab mal Peters Frühstücksmargarine mit echter Butter vertauscht. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Schmeckt wie Butter. Ich weiß nicht, Doktor. Wenn ich's mir überleg, war's vielleicht doch echte Butter. Ihr Mann hat 3 Kinder ermordet. Ah!
Hey, wer sind Sie? Stewie bezahlt mich, damit ich ihm beim Schlafen zusehe. Und Sie? Ich bin Brian, ich wohne hier. Oh. Darf ich das Skript mitnehmen? Ja, gern, wenn Sie wollen. Ich soll ihm hier nur beim Schlafen zusehen und mir dabei mit dem Messer übers Gesicht streichen. Oh, okay. Wie viel zahlt er Ihnen? 4,8 die Woche. Leck mich fett. Ja. Du wirst es nicht bereuen. Die wichtigsten Köpfe vom Broadway werden alle da sein. Autoren, Geldgeber, sogar Stanley Kowalski. Hi, ich bin Michael. Michael! Michael! Und das ist meine Frau Nancy. Nancy! Nancy! Und das ist unser Freund aus Usbekistan, Boykia Vrojcescu. Hi. Es scheint eine recht erfolgreiche Party zu sein. Einige von Ihnen haben schon Selbstmord begangen. Tolle Party! Finde ich auch.